Wir sind heute hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zusammengekommen, um derer zu gedenken, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Wir gedenken der Kinder, der Jugendlichen, der Erwachsenen, der Älteren und Alten, gleich welcher Nationalität. Erstmals hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern als Gedenkrednerin die Tochter einer Holocaust-Überlebenden eingeladen, die Buchautorin Lissy Doron. I tried to go to the neighbors because I knew that my mother decided not to talk anything about the past. And I knocked on doors of friends and other families and I asked them, where are you from? And they said, we came from hell. It's very frightening for a child to get this answer. Erlebnisse wie dieses hat die Autorin in mehreren Büchern verarbeitet. I call them by the numbers. For example, my mother's best friend was 471888. And I wanted to know what that means. And she said, this is in a way my name. You can call it as you want, but it's allowed. So we as children start calling people by numbers. This was one of the very bizarre signs that they want to share with us something, but they couldn't open the Pandora box. Im Anschluss an die bewegende Veranstaltung nutzten viele Gäste die Gelegenheit, noch einmal persönlich mit Lissy Doron zu reden. Was ich gehört habe, dass ja auch eine eher zeitnahe Zeugin hier ist, habe ich mich schon gefragt, okay, was wird sie uns erzählen, wie genau ist ihre Geschichte? Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie spannend und wie sie uns mitgenommen hat doch. Das fand ich sehr interessant auch. Ich bin auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Das ist bei so einer Veranstaltung sicherlich nicht auszuschließen. Aber ich finde, da sie auch so lebensnah vorgetragen wurde durch eben diese Rede, ist das doch ein sehr interessantes Gefühl, wie man das jetzt vielleicht neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, wie man diese Zeit des Holocaust verbinden kann.